Berlin kann man mit Fug und Recht als Stadt der Fassadenbilder bezeichnen. Über 450 Zierenhäuser und Wände. Bei so manch einem kann man auf den ersten Blick kaum den Schein von der Realität unterscheiden. Ein Mann, der die Stadt mit seinen Bildern geprägt hat wie kaum ein anderer, ist Gerd Neuhaus. Der Maler lässt Renaissance-Portale erstehen oder Schaufenster auftauchen, wo vorher nur leere Rückseiten waren. Er spielt mit der Stadt. Von ihm stammt auch das Schiff Phönix, dessen Bug sich in der Charlottenburger Wintersteinstraße förmlich aus einem Haus bohrt. Der Ozeanriese zwischen den Häuserfronten, das wohl bekannteste Fassadengemälde von Gerd Neuhaus. Eine optische Täuschung beeindruckender Art, entstanden genau vor 20 Jahren. Ich habe es Phönix genannt übrigens, weil es just in dem Moment der Wiedervereinigung gemalt wurde. Und Phönix aus der Asche war für mich der Begriff der Wiedervereinigung. In einem kleinen Charlottenburger Atelier entstehen die Vorlagen. Seit den 70er Jahren entwirft und verwirklicht Neuhaus seine Fassadenbilder. Meistens lässt er sich von der Umgebung inspirieren. Dieses Bild soll einmal die Brandwand eines Gebäudes in der Nähe einer stillgelegten Bahntrasse zieren. Für Neuhaus noch immer das Besondere an seiner Arbeit. Das ist eigentlich, dass man Überraschungen schafft. In einem sonst so uns vertrauten Stadtbild Aufbrüche im wahrsten Sinne des Wortes schaffen kann, an sonst leeren Wänden sie entweder nach hinten öffnen kann oder nach vorne. Man kann jeden denkbaren, auch übrigens natürlich abstrakten Effekt setzen. Kaum einer hat in solchen Dimensionen gemalt. 30 Jahre ist das Wandbild Reißverschluss alt, eines seiner ersten Werke, an dem er rund 4 Wochen gemalt hat. Also ich freue mich über den allgemeinen noch ganz guten Zustand des Bildes und vor allen Dingen, dass seine Wirkung sich nicht vermindert hat. Rund 50 überdimensionale Werke hat er über die Jahre an Häuserfassaden gemalt. Allein in Berlin sind es 35. Manches im Stadtbild wirkt wie von Neuhaus gemalt und so manche Wand wartet noch darauf, von ihm verziert zu werden. Sein vorerst letztes Bild im bayerischen Viertel. Wieder eine Traumvorstellung, ein Durchgang, wo keiner ist, eine Perspektive, die es nicht gibt. Vielleicht hängt er deshalb so an seinen fiktiven Bildwelten. Die Leidenschaft für die Bilder bleibt natürlich unverändert groß. Man kennt jeden Strich. Und nachts oder abends fahre ich gelegentlich mit dem Fahrrad noch mal daran vorbei. Also die Zuneigung zu den Bildern ist ungebrochen. Deshalb hat der 70-Jährige auch noch einige Pläne für weitere Fassadengemälde. Seine Bilder haben das Gesicht der Stadt verändert und werden es noch weiterhin tun.